Welcome back to my channel. ASMR Emotions Ina. Schön, dass du da bist. Bei mir hat gerade der Postbote geklingelt und ich dachte mir, wir machen mal ein kleines Unboxing. Wir packen das mal zusammen aus. Es sind aber, glaube ich, nur Kleinigkeiten. Und das ist alles unbezahlte Werbung, alles selbst gekauft. Und ich würde mal sagen, wir legen los. Könnte das so sein? Ich weiß es. Und zwar sind das, oh mein Gott, alles Lesezeichen. Guckt mal. Ich finde Füchse auch so wunderschöne Tiere. Ich finde die so schön. Ich habe auch keine Angst vor denen. In Berlin laufen die auch immer rum und man sieht die. Und auch hier. Ich finde das so wunderschöne Tiere. Ja, das sind ganz einfache so eine Streifen mit süßen Tierchen. Und anderen schönen Motiven. Und das sind Lesezeichen mit schönen Naturaufnahmen, Tierchen. Und das wäre zum Beispiel auch was für meine Nichte, meine liebe Maus. Die mag ja Wölfe sehr gerne. Ich würde mal meinen, das ist ein weißer Wolf, ne? Ja. Ein Löwe, ein Elefant. Da denke ich an meine Schwester, weil sie hatte mal Elefanten gesammelt. Ja, das sind immer so, finde ich, so kleine Gimmicks, kleine Geschenke, die man mal so mitgeben kann oder im Briefkuvert mit reinmacht. So Kleinigkeiten, finde ich. Erheitern ein und bringen einen Freude. Und ich benutze sie natürlich auch selbst gerne. Das ist sich ausgesucht, da kommen aber noch 4 Stück oder 5. Das sind Kissenhüllen mit diesem Mandela-artigen Druck. Die hatte sie sich ausgesucht. Mhm. Einer ist schon da, weil ursprünglich waren die nur noch begrenzt auf ein Stück.
Und jetzt habe ich die aber gesehen, dass die wieder in Store sind und habe ihr gleich nochmal welche nachbestellt. Aber einen hat sie schon mal. Ich packe das mal aus. Was könnte das sein? Ich glaube, wir gehen dann bald wieder Postkarten raus. Oh mein Gott, die sind so süß. Oh mein Gott. Ich liebe sowas einfach. Da bin ich echt kitschig. Oh mein Gott, die sind so süß. Schaut mal. Die sind natürlich hinten nicht als Postkarten deklariert, aber ich werde die, glaube ich, unter anderem auch als Postkarten benutzen und auch als Lesezeichen oder auch im Bilderrahmen. Ich finde die einfach so süß. Schaut mal. Oh, das finde ich auch super süß. So süß, meine Süßlinge, oder? Das ist alles so ein bisschen verwünscht, so ein bisschen winterlich auch, erinnere ich mich. Oh, einfach wunderschön. Wunderschöne Karten, die zum Träumen anregen, finde ich. Ja, mich kann man immer mit sowas Simplen richtig glücklich machen. Richtig schön. Ich weiß nicht, ich glaube, das hier, muss ich mal nochmal in der Beschreibung angucken, das lässt sich sogar an wie Aufkleber. Das sind ja auch acht Stück. Das lässt sich an, als wenn man das abziehen könnte und so schneiden dann. Oh, voll süß. Sehr, sehr, sehr schön. Da freue ich mich drüber. Sind heute auch so lockig. So, das wäre das. Dann haben wir die Socken, die sind da echt gut. Ich war immer skeptisch, aber sie sind wirklich schön. Auch hier wieder diese schönen Farbverläufe mag ich einfach. Dieses pastellfarbige finde ich so, so, so schön. Ein paar behalte ich, ein paar verschenke ich. Ich kaufe ja immer schon das ganze Jahr über so Geburtstagsgeschenke, Kleinigkeiten für Weihnachten. Und die hier finde ich echt, echt schön, echt süß. Davon habe ich nochmal welche. Das sind die gleichen. Schaut mal. Ich liebe ja sowas. Sowas Pastelliges. Ja, finde ich echt, echt, echt schön. So, was haben wir noch? Moment. Das sind Augenpads. Die werde ich auch gleich mal benutzen. Mit Rosenduft. Das sind so Gel Pads. Die sind wirklich gut. Ich hatte auch schon andere davon. Und die sind wirklich echt schön angenehm.
Bei uns ist die ganze Woche wieder so schwül. Es hat zwar auch hin und wieder richtig dolle geregnet, aber richtig schwül. Schaut mal, so sieht's aus. Komischerweise habe ich sowas früher nie benutzt irgendwie. Habe ich erst jetzt irgendwie dieses Jahr mit angefangen. Vielleicht letztes Jahr. Und das tut echt gut. Also es ist auch wirklich richtig, richtig schön erfrischend. Hier sind sie denn drin. Soll ich mir mal schon mal einmal, da ist sogar immer so ein kleines Löffelchen mit bei. Guck mal, die glitzern sogar. Wie schön. Die riechen wirklich nach Rosa. Soll ich mir mal aufmachen? Moment. Das hilft immer. Ist immer sehr, sehr angenehm, finde ich. Ist immer sehr, hat immer einen sehr schönen kühlenden Effekt. Machen wir mal einen rauf. Die sind auch echt richtig, richtig feucht. So. Oh, die riechen wirklich sehr, sehr, sehr angenehm nach Rose. Aber nicht unangenehm. Es gibt ja auch diesen penetranten Rosenduft, der so süßlich ist und richtig aufdringlich ist. So. Ja, die sind super, super feucht. Ja, die sind dabei gewesen. Moment. Ich mache die Verpackung erst wieder richtig rein. So. Die kann man immer echt lange drauf lassen, finde ich. Und die kühlen immer sehr, sehr, sehr lange nach noch. Ich hatte neulich eine Dose alle gemacht, die war blau und aquamäßig, also ohne großartigen Duft. So, und jetzt haben wir diese hier. Sehr, sehr schön. Freue ich mich. Benutze ich, wie gesagt, jetzt wirklich ganz gerne mal. Ah, da bin ich mal gespannt, wie der Stoff ist. Ah, okay. Anders wie erwartet, bin ich ehrlich. Aber ich glaube, das ist gar nicht so schlecht. Das sind so ganz einfache drei weiße Tops in Rippoptik. Ich weiß nicht, sieht man den Stoff? Könnt ihr das sehen? Ich glaube, das ist gar nicht so schlecht. Das ist so ein feinerer, ganz leichter Stoff. Der kühlt auch. Ich hatte gedacht, das wäre ein anderer Stoff, also ein dickerer. Aber ich glaube, die sind gut. Da sind drei Stück von. Muss ich dann mal gucken, wie die sich tragen. Ja, davon habe ich drei Stück.
Es ist auf alle Fälle nicht dieser doofe, eklige Plastikstoff, der sich so komisch anfasst. Das ist es nicht. Ja, davon 3 Stück. Und dann kommen wir schon zum. Das sind einfache Tops. Die ziehe ich auch ganz gerne einfach nur in der Wohnung an, jetzt wenn es so warm ist oder zum Schlafen. Oder später dann als Unterhemd oder wenn man mal eine Bluse oder irgendwas Durchsichtiges anhat. So, das ist noch ein Shirt. Und auch ein weißes. Mit einem Schmetterling. Ist kein Glitzer, sind so verschiedene Farben, aber ganz dezent. Ja. Und jetzt kommt auch schon das Letzte. Ich warte noch auf eine Bestellung, da sind so personalisierte Kissenhüllen wieder drin. Und für meine Mom noch einiges. Packen wir mal aus. Und zwar war das ein Data-Kabel-Set. Das sind so mehrere Adapter. Ich wollte mal gucken, ob ich, also mein Mikrofon, mein Blue Yeti, passt nur an mein alten Handy. Also ich nehme mal mit meinem alten Handy, Samsung Handy auf. Da habe ich einen Adapter. Aber ich wollte auch mit dem neuen, also was heißt neuen Handy? Das ist auch schon jetzt. Ja, 2 Jahre mindestens. Auch Samsung, aber es hat einen anderen USB-Anschluss. Und wollte ich mal probieren, ob ich es da mal anschließen kann. Da habe ich mir das mal bestellt. Okay. Die Verpackung ist schon mal, glaube ich, gut. Für Geräusche. Ich hoffe, das Gesetz kommt jetzt bald mal durch, dass es wirklich nur noch Handys und Laptops und alles, was so USB-Anschlüsse hat, dass es nur noch dieser eine ist, dass man nicht ständig irgendwie immer verschiedene Kabelei hat und aufgeschmissen ist, wenn man mal einen vergessen hat. So, wie macht das? Wird das aufgemacht? Ich hoffe, ich mache. Ich bin wieder das Verpackungsopfer. Okay, sieht schon mal gar nicht so schlecht aus. Das muss ich halt wirklich testen. Na? Was sind denn diese Adapter mit bei? Muss ich gucken, ob ich das Richtige gekauft habe. Und ob die funktionieren. Normalerweise bin ich ganz ehrlich, kaufe ich sowas immer lieber original. Ich habe jetzt mal auch einen Billiganbieter genommen. Und ja, schauen wir mal. Das sind hier die Kabel und da sind dann quasi hier die Aufsätze, wie man es denn umwandeln kann. Ne? Muss ich ausprobieren. Und kann euch
berichten, ob ich was Gutes gekauft habe und das Richtige. Ja, weil ich nehme mir alles mit dem Handy auf und schneide eigentlich in der Regel auch nichts. Es sei denn, es ist wirklich mal irgendwie ein lautes Geräusch oder so. Und ich mache alles mit dem Handy oder Tablet. Ja, das war's auch schon, meine Süßen. Ja, einmal rausgeholt, kriege ich es nie wieder rein, ne? Bin ich gespannt, ob ich es nutzen kann. Ja, das war mein kleiner Haul. Das war mein kleiner, aber feiner Haul. Bin zufrieden. Macht's gut. Bis zum nächsten Mal, meine Lieben. Passt auf euch auf, seid lieb zueinander, vor allen Dingen zu euch selbst. Und ich freue mich, wenn wir uns beim nächsten Video wiedersehen. Ciao, ciao. Ciao, ciao, meine Süßen. Thanks for watching.